Die Kneipen in Deutschland sterben aus, auch weil Wirte kaum noch etwas für ihr Bier bekommen. Also ich glaube, wirklich zum Geldverdienen ist es wahrscheinlich nicht, sondern es ist mehr ein sehr guter Zeitvertreib. Und die Pandemie hat es den Dorfkneipen noch schwerer gemacht. Und das war schon Angst und Panik und Stress. Und ja, aber jetzt mittlerweile wird es besser. Dabei sind sie der Ort, an dem die Menschen auf dem Land zusammenkommen. Was sowieso immer schön am Dorfleben ist, ist das Generationsübergreifende. Aber das nimmt hier nochmal eine ganz andere Form an. Wir besuchen 5 Schanklokale, die es geschafft haben, und erfahren ihre Geschichten. Das ist Deutschland, deine Dorfkneipen. Eine Kneipe für das ganze Dorf, die gibt's in Wennemen, eine Stunde von Dortmund entfernt. Denn die Betreiber, Anne, Alex, Andreas und Verena, haben in dem knapp 2000 Bewohnerort eine moderne Dorfkneipe für alle gezaubert. Es sind auf einmal Frauen in der Kneipe, das ist also was ganz was Neues hier. Unter der Woche arbeitet die Zwillingsmutter Verena in einer Apotheke. Am Wochenende aber ist sie für das leibliche Wohl ihrer bis zu 50 Gäste mitverantwortlich. Uns nimmt die 36-Jährige mit auf einen kleinen Rundgang. Ist ja nicht groß, ne? Oh, warte. Das ist die Küche, in der wir hier so alles zubereiten. Das war es auch schon. Weil hier drin machen wir Waffeln, hier machen wir Kuchen, hier machen wir alles. Die 4 Wirte sind befreundete Paare, die die Kneipe 2021 in Pandemie- und Krisenzeiten übernommen haben, weil es sonst gar keine mehr im Ort gab. Leidet die Freundschaft nicht, wenn es in der Schankwirtschaft oder gar der kleinen Küche stressig wird? Also wir haben Spaß ohne Ende in dieser Küche, gerade Anne und ich. Also wir haben hier schon Tränen gelacht, weil es halt wirklich so eng ist. Und dann kommt noch einer rein und noch einer will rein. Und hier runter geht's in den Kühlkeller. Hier haben wir nochmal alles so an Weinen und so weiter, was wir so auf Vorrat haben oder Schnäpse. Und ohne Ausbildung in der Gastro ist das mit Bestellungen und Co., also dem Wirtschaften in der Wirtschaft, sicher nicht leicht. Gerade am Anfang musste man dann schon so ein bisschen noch mal gucken, ach, das brauchen wir doch noch mehr, das wird viel getrunken. Aber mittlerweile ist Alex da im Schlaf, macht er seine Bestellungen montags und das klappt ohne Probleme. Doch selbstverständlich macht nicht alles am Kneipe haben Spaß. Schließlich gibt's hier auch die Toiletten. Es passieren natürlich Geschichten manchmal. Ja, da müssen wir dann halt ran mit Pömpel und allem, was dazugehört. Ne? Aber gut, ist eher seltener. Die meisten gehen dann doch raus für Schlimme, genau. Im Alltag haben die Freunde normale Jobs. Deshalb sind sie hier auch nicht immer, sondern haben Thekenkraft Marius, der im Hauptberuf Bankkaufmann ist. Der Mitarbeiter des Monats. Der 34-Jährige hat schon unter dem Vorgänger hier gekellnert, bevor seine neuen Chefs einen 6-stelligen Betrag in den Umbau stecken. Er weiß, ums Geld sollte es den Neukneipiers nicht gehen. Also ich glaube, wirklich zum Geldverdienen ist es wahrscheinlich nicht, sondern es ist mehr ein sehr guter Zeitvertreib. Etwas sehr Gutes mit der Kneipe für den Heimatort erreichen, das hat nun auch der 44-Jährige Alex vor. Versteigern jetzt die Sachen, die letzten 13, 14 Monate hier im Treff hängen geblieben sind und einfach nicht wieder abgeholt wurden. Haben wir noch nie gemacht, aber wir gucken mal, kriegen wir schon hin. Die Erlöse aus der Auktion gehen zu 100% an den hiesigen Kindergarten. Und da muss auch jeder junge Mann hier mal überlegen, vielleicht ist auch sein Kind im Kindergarten. Man weiß das gar nicht genau. Ich nehme mal das erste wunderschöne Objekt, was hier hängen geblieben ist, nämlich eine modische Jacke. Selbstverständlich weiß Alex, wem die Jacke gehört. Nach 14 Monaten kennt er seine Pappenheimer. Da könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen für Marvin, der da ideal reinpassen würde. Lass einfach mal starten hier mit einem lockigen 5 Euro. Also 5 Euro für eine mega Qualitätsregenjacke. 6 Euro, 7 Euro, hör ich 7 Euro, 8, hör ich 10, komm 7 Euro. 20? Mit solchen Auktionen wollen sie nicht nur die Gäste bei Laune halten, es kommt auch einiges für die Kita rum, wenn die Leute ihre Sachen zurückkaufen. Eine Win-Win-Situation. Hey, 25? Das war ein Nein. Und wenn der kleinste Regenschirm an den größten Kerl im Raum für 30 Euro geht oder der Kapitän der Fußballmannschaft 40 Euro für die Jacke seines Kumpels zahlt. Zum zweiten und zum dritten. Kommt eine stolze Summe zusammen.
Spaß und Heimatverbundenheit, die den Kindern von Benjamin nützt. Nach 20 Minuten Auktion kommt eine Spende von über 600 Euro zusammen. Wir haben alle noch mal aufgerundet, wir sind jetzt bei 655. Also die Stammtische haben noch mal was hinten drauf geschoben. Also ist toll. Ist halt mega, ne? Ja. Im Schnitt verdienen Wirte in Deutschland zwischen 1,10 Euro und 1,50 Euro an jedem Glas Bier. Hier auf dem Land aber deutlich weniger. Wir haben schon gesagt, wir würden uns ja schon freuen, wenn man einmal im Jahr vielleicht eine Woche davon an die Nordsee fahren können oder ne, mit den Kindern gemeinsam irgendwie was Schönes unternehmen können. Das ist natürlich schon auch das Ziel. Eine Schenke, die gegen das Kneipensterben hilft, die findet man auch im Schwarzwald, genauer in Lenach. Hier im wilden Michel, einem Gasthof mit der einzigen Kneipe im Dorf. Ute Urs und ihr Team sorgen zu Beginn für Aufsehen. Ich glaube, 4 Wochen vor der Eröffnung ging schon das erste Mal das Gerücht hier durch Lenach durch, dass wir den Namen des Hofes ändern wollen. Da musste ich dann auch gleich erstmal, da bin ich zum Gemeinderat gefahren und habe gesagt, hey, hör zu, nein, wollen wir nicht, der Michelhof bleibt der Michelhof. Wäre das ein No-Go, oder? Das macht man nicht. Das macht man nicht, ja. Das Paar will in seinem Gasthaus am Kneipe Schwarzwald-Traditionen wahren, aber auch ein besonderes Erlebnis bieten. Hier bei uns darf man all das, was man sonst bei den normalen Urlaubslocations nicht mehr darf. Also mal ein bisschen lauter sein und ein bisschen Spaß haben und ein Feuerchen machen und vielleicht mal mit der Gitarre irgendwo sitzen und Musik machen, sodass hier einfach immer so ein bisschen was los ist. Und hier auf 957 Höhenmetern ist oft was los. Von Donnerstag bis Sonntag und in der Hauptsaison quasi 24/7 lässt sich im wilden Michel eine tolle Zeit verbringen. Doch wenn die 8 Angestellten auch auf dem Hof wohnen, ist das dann eine große WG. Die einen sagen Kommune, wir sagen Wohn- und Arbeitsprojekt. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir das betiteln. Und bei aller Wildnis im Unternehmen, ein paar Regeln braucht das Miteinander schon. Genau, hier gibt es auch die WG-Regel, nicht nackt durch die Flure laufen, wenn Gäste da sind, da wir ja auch eine Sauna im Haus haben. Und montagabends ist für uns ja dann immer Wochenende und da gehen wir dann immer alle zusammen in die Sauna. Die 30-jährige Resi arbeitet von Beginn an bei diesem wilden Projekt mit. Sie kümmert sich bei der Schenke um Social Media, die Eventplanung. Und das ganze Designzeugs, also Flyer, Plakate und so. Auch sie wohnt seit 14 Monaten über der Kneipe im Erdgeschoss und hat sich eine kleine Leseecke gezaubert, in der sie dem Gastrostress entgehen kann. Die Freiheit auf dem Michelhof hat sie überzeugt. Das geht hier halt auch, wenn man was entdeckt und was am Haus verändern möchte, dann kann man das hier einfach tun. Wie die anderen hat sie ein Einzimmer-Apartment mit eigenem Bad für 350 Euro im Monat. Man sieht, ich war lange Studentin, die Möbel sind ein bisschen zusammengewürfelt. Resi kommt aus dem 6 Kilometer entfernten Furtwangen und freut sich, dass die nur 140 Einwohner des Tals die Kneipe annehmen. Wir haben sehr viel Glück hier im Dorf mit den Nachbarn. Es sind alle irgendwie jung und cool und alle freuen sich, dass sie jetzt so eine Kneipe in Laufweite haben. Und zur Unterhaltung dieser Gäste hat sich Resi für den Abend ein Bingo-Event ausgedacht, das sie mit Chef Urs vorbereitet. Dann ist Platz 2 Cappy und der 20-Euro-Gutschein. Und das ist Platz 1. Und dann machen wir überall noch ein Kondom dazu. Wie bitte? Ein Kondom? Ja, guck, einmal zum Abmicheln. Wir sind hier ein witziger Haufen, also kann man auch seinen Schabernack schreiben. Der 36-Jährige führt seine Dorfkneipe wirklich außergewöhnlich. Ich sag immer, ich mache das so, wie ich das gerne hätte, wenn ich irgendwo aufschlagen würde. So sehen die Ferienwohnungen aus, so bediene ich die Gäste, so kümmere ich mich ums Essen. Und dann ist ja einigermaßen gut. Ich darf mich nicht ums Essen kümmern, der Jan kümmert sich ums Essen. Ich darf noch nicht mal in die Küche. Dort kocht Jan feinste regionale Küche. Wir bereiten gerade die Teiglinge vor für den Dinnele. Oder, ja, oder schwäbische Pizza oder Flammkuchen, sagen auch manche. Bloß halt ein bisschen dicker und ein bisschen dicker belegt. Er weiß, dass ihr Lokal wichtig für die Menschen hier ist. Die Bauern können nach der Arbeit kommen und können sich hier entspannen, können ein Bierchen trinken, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass es überall eine Kneipe gibt. Und ja, ich glaube schon, dass es das Dorf ein bisschen belebt. Urs ist gelernter Autoverkäufer und hat 2021 den alten Bauernhof übernommen. Mitten in der Pandemie und ohne große Erfahrung. Es lief alles so, am Anfang alles kreuz und quer durcheinander und ohne Ordnung. Und es war auch ganz, ganz schlimm am Anfang, aber wir hatten gar keine Zeit für Prozesse vernünftig beschreiben und Arbeitsanweisungen machen. Am Anfang haben wir einfach nur gemacht. Jetzt gibt es Dienstpläne, Arbeitsanweisungen und eben alles, was es in einer Dorfkneipe braucht. Du musst noch so und so machen.
Trotzdem schätzen die Stammgäste das Wilde, andere und auch ländliche, wenn sie immer wieder kommen. Jeden Samstag. In der Stadtkneipe gehe ich rein, wird bedient, ja, ich hätte gern das, sitze anständig am Tisch. Am besten ruhig sein, also wie immer halt. Anonym, ne? Halt. Anonym, ja. Und das ist eher familiär, also hier gibt es auch kein Sie. Bewohner, Personal und Gäste genießen im wilden Michel das Miteinander. Wer öfter da wird, der wird gleich rein adoptiert. Ja. Und das sehen Sie Montag bei TAF. Im St. Jürgen bei Bremen muss keiner alleine sein. Ganz normaler Wahnsinn. In der nächsten Folge von Deutschland, deine Dorfkneipen.